Wenn's sein muss, halte ich dich persönlich auf. Ich habe kein Problem, mir die Finger schmutzig zu machen. Die Macht der Liebe hat viele Facetten! Ich werde nicht prüfen, aber ich lerne! Ich bin kompliziert! Warum kriegt der Ruhm das aus wie ein anderes Mädchen? Na los, gib mir den Rest. Ich werde dich nicht töten. Du bist der Bruder meines geliebten Schriftstellers. Du liebst ihn also wirklich, hm? Dann hatte ich wohl nie eine Chance. Ich war einfach nur neidisch auf sein Talent, sein Geld, sein samtiges Haar. Aber vor allem, weil ihn jemand so Tolles liebt wie du. Werwolf, du könntest das auch alles haben. Hör einfach auf, wie er sein zu wollen und lerne dich selbst zu lieben. Du hast mir gezeigt, dass ich nicht meinen Bruder gehasst habe, sondern mich selbst. Oh, was habe ich nur getan? Diese Hater werden ihn in Stücke reißen und das ist nur meine Schuld. Bitte, rette ihn. Oh, das werde ich. Bestellt?
der Schrift. Und da stand er nun. Nach all den Kämpfen waren wir endlich allein. Vereint. Die Sterne prophezeiten unsere Liebe. Und so tanzten wir wie zwei sich drehende Planeten, die schlussendlich in einem Feuerwerk aus Flammen, Gestein und anderem Planetenzeug aufeinanderprallen würden. Er flüsterte mir zu, was ich schon mein Leben lang hören wollte. Ich sah meine Reflexion in seinen Augen. Ich würde für immer an seiner Seite bleiben, um ihn zu inspirieren und zu beschützen. Er brauchte mich, jetzt und für immer. Schließlich bin ich sein allergrößter Fan. Ein Fan und das Objekt ihrer Begierde treffen auf eine Welt, die versucht, sie voneinander fernzuhalten. Ein Happy End für manche. Aber liegt das Glück, wie die Schönheit, im Auge des Betrachters? Wo zieht man die Grenze zwischen Verehrung und Besessenheit? Man weiß es nie so genau in Night Springs. Will einen vermissten, geliebten Menschen retten. Sie versucht verzweifelt, den geheimnisvollen Agenten, die sie jagen, voraus zu sein. Agenten von eben der Behörde, die ihr ihre einzige wichtige Person genommen haben. Auf ihrer Mission wird sie begleitet von einem geheimnisvollen Schutzengel. Ihr Nordstern zeigt ihr den Weg, wie schon seit jeher. Sie weiß nicht, was sie Befremdliches erwartet, während sie seinem standhaften Licht in eine kleine Stadt folgt. Nach Night Springs. Die traumartige Episode North Star. Das wird jetzt verrückt. Ganz ohne Zweifel. Das Universum ist viel tiefer und seltsamer, als die Leute glauben. Mein Bruder und ich wissen das. Haben es gesehen. Haben dich gesehen. Aber es gibt da Leute, eine Behörde, die nicht will, dass die Leute über den Tellerrand schauen. Deshalb haben sie meinen Bruder entführt und mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Aber das hat jetzt ein Ende.
ob irgendwas hiervon wichtig ist? Was, die Zahlen? Glaubst du wirklich, dass er da drin ist?